Diese Nachricht kam nicht überraschend. Hertha BSC verliert gegen Union zum 5. Mal hintereinander. Ja, das Hauptstadtderby und ja, heute mit 0:2. Und nach diesem Spiel, wenige Stunden nach diesem Spiel, wird bekannt, dass Freddy Bobic nicht mehr Vorstand bei Hertha BSC sein wird. Ja, man hat natürlich, denke ich mal, von Freddy Bobic bei Hertha BSC sehr viel mehr erwartet, vor allem auch mit den Erfolgen bei Eintracht Frankfurt, weil da hat er schon bei Transfers in den letzten Jahren, muss man schon sagen, viel geleistet, aber bei Hertha BSC hat es leider von Anfang an irgendwie nicht richtig geklappt. Also er hatte zum Beispiel einige interessante Stürmer zur Verfügung. Ja, natürlich hatte man wahrscheinlich viel zu viele Stürmer, aber ja, am Ende ist keiner geblieben. Ja. Deswegen, ja, als ehemaliger Stürmer hatte man eigentlich erwartet, dass er vor allem im Sturm vielleicht doch die richtige Besetzung finden wird. Ja. Wenn man heute die Aufstellung gegen Union sieht, ja, mit Plattenhardt und mit Luki Bakio hat man eigentlich nur zwei Spieler, die vielleicht in der Bundesliga zu den großen Stars sozusagen man zählen kann. Bekannt ist schon natürlich der erfahrene Spieler, aber schon älterer Jahrgang. Und alle anderen Spieler, sage ich mal, das ist natürlich schwierig. Ja. Ja, vor allem die Innenverteidigung oder Sturm. Zentrales Mittelfeld, also da Außenposition, also außer Luki Bakio, der auch zurückgekehrt ist nach einer Leihe und eigentlich unter Sandro Schwarz viel besser ins Spiel gekommen ist, also da ist eigentlich nicht so viel zu erwähnen auf den Außen. Und ja, also es war schon so überraschend, dass nach so einer erfolgreichen Zeit bei Eintracht Frankfurt ja eigentlich bei Hertha nie so viel geklappt hat. Bei Freddy Bobic, also was Transfers angeht. Ja. Und man kann natürlich sagen, man müsste da was einsparen oder man müsste viel einsparen, aber das glaube ich müssen alle. Wir müssen auch bei Köln ansparen und da hat man auch mit dem Trainerwahl, glaube ich, zum Beispiel bei Köln sehr gute Wahl getroffen. Der größte Fehler von Bobic im Nachhinein, also ich denke schon, dass wenn Paul Dardai nicht mehr Trainer sein lässt, dann muss ein Trainer präsentieren, der viel, viel besser ist. Ja. Entweder Ancelotti oder Tuchel. Ja. Also es muss ein namhafter Trainer kommen oder dann macht ein Wechsel keinen Sinn. Ja. Wenn man jetzt sieht, wer alles nach Dardai gekommen ist, ist natürlich dann fragwürdig, warum dieser Wechsel überhaupt dann passiert ist. Ja. Andere Frage ist natürlich, warum Hertha nicht auf den Nachwuchs gesetzt hat in den letzten zwei, drei Jahren. Vor allem bei Sandro Schwarz hatte ich schon erwartet, nachdem er bei Dynamo Moskau auch einige junge Spieler sehr gut eingeführt hat, dass er das auch bei Hertha machen wird. Ja, weil ich habe auch einige Spieler bei Hertha gesehen, Jahrgang 2002 zum Beispiel, 2003. Also da waren eigentlich vor ein paar Jahren, also da waren eigentlich gute Jungs dabei. Und ich verstehe nicht, wo sind sie alle geblieben? Also ich meine, da steht eigentlich für gute Jugendarbeit, für gute Nachwuchsabteilung. Und das ist für mich dann die Frage, warum diese Spieler dann nicht hochkommen. Oder wenn sie es doch schaffen, dass sie ganz schnell wieder weg sind. Und wie bei Borussia Mönchengladbach oder bei anderen Vereinen landen. Ja, warum sie nicht bei Hertha BSC langfristig eingebunden werden, zum Beispiel Sohn von Dardai, der eigentlich auch gut auf der Verteidigerposition gespielt hat. Und ja, das sind so zu viele Fragen eigentlich, dann, die einfach bleiben. Und deswegen ist dieser Schritt nachvollziehbar jetzt, dass man jetzt sagt, diese Saison wird es schwierig, wenn man jetzt sieht, Tabellenstand und die Situation und vor allem, man muss auch sehen, mit welchen Spielern Sandro Schwarz
jetzt es versuchen muss, die Mannschaft aus dieser Abstiegsregion zu forcieren. Das wird sehr, sehr schwere Aufgabe. Also man kann es nicht sagen, es ist eine unmögliche Aufgabe, aber wenn man jetzt sieht, welche Spieler zur Verfügung hat, welche Spieler Hertha verloren hat, auch jetzt im Winter, ja, sind viele gestandene, erfahrene Spieler gegangen. Und wer ist gekommen? Ja, das ist jetzt die Frage, wie man es jetzt mit dieser Mannschaft schaffen kann, die Hertha in sichere Region zu führen. Das ist, wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe sein. Jetzt hat man auch natürlich diese Spiele gegen Union. Union war auch jetzt nicht Klassen besser, muss man sagen. Ich hatte gerade gut angefangen in dieses Spiel. Und aber ich meine, im zweiten Hälfte hat man gesehen, dass doch die Qualität vor allem auf der Bank fällt. Ja, also ich meine, man hat nur wenige Spieler, die man zur Verfügung hat, die wirklich Bundesliga-Klasse haben. Und das ist natürlich, das liegt auch natürlich daran, an dem Einkäufer, der diese Spieler in den letzten Monaten, Jahren ja, zu Hertha, sag ich mal, gelost hat. Vor allem es gab auch einen Spieler, der für die linke Seite geholt wurde, glaube ich, vor einem Jahr, obwohl man dabei einen Plattenrad hat. Ja, ein Plattenrad, der wirklich ein überragender Spieler ist. Und auf diese Position, da dachte ich, also brauchte man zu diesem Zeitpunkt keine Verstärkung. Ja. Und im Sturm die Situation hat mich schon sehr überrascht. Ja, also ich meine, wenn man sieht, was bei Hertha davor, also als Bobic gekommen war, welche Stürme es dort gab und welche Stürme es jetzt gibt, dann ist natürlich das ist ganz andere Qualität. Und man hat diese Qualität, die man davor eingekauft hat, auch nicht genutzt. Ja, und auch nicht genutzt, um, sage ich mal, auch erfolgreich und gewinnbringend zu verkaufen, was man auch hätte tun können. Ja, weil es gab doch einige Stürmer, die doch, denke ich mal, eine gewisse Qualität mitgebracht haben. Und die hätte man schon besser einsetzen können. Und diese ganzen viele Trainerwechsel haben auch im Nachhinein auch nicht viel gebracht. Ja, auch Felix Magath, also denke ich mal, warum auch Boateng bei Hertha weiterspielt, ist für mich auch ein bisschen unverständlich, weil der ist ein Spieler für 10, 15 Minuten höchstens wahrscheinlich. Ja. Also es ist klar, dass er viel geleistet hat für Hertha, für den Fußball, aber man braucht Spieler, die um die 90 Minuten helfen können. Ja. Und das ist schon für mich eine Situation, die sich abgezeichnet hat. Und man muss jetzt sehen, wie es weiterläuft.